Hallo, ich bin Marianne, Marianne von Stadtreisen. Auch heute sind wir wieder virtuell für Sie unterwegs und auch heute stellen wir wieder einen Autor vor, einen Schriftsteller, der hier in Berlin gelebt hat. Viele von Ihnen werden ihn sicherlich kennen, denn viele von Ihnen werden auch sicherlich ein Gedicht oder zwei Gedichte von ihm gelernt haben in der Schule oder vielleicht sogar ein Buch oder zwei Bücher von ihm gelesen haben. Er arbeitete nicht nur als Schriftsteller, er war auch Theaterkritiker, er war Reporter, er war Korrespondent und er hatte also für kurze Zeit auch einen Job in der Akademie der Künste. Er war dort Sekretär. Da war er schon so Mitte 50 und das gab natürlich dann auch einen richtigen Job und es gab natürlich auch Geld. Aber nach 3 Monaten stellte er fest, dieser Job ist nicht der Job, den ich haben möchte. Er hat diesen Job dann wieder gekündigt, sehr zum Ärger seiner Frau. Es gab einen riesen Ehekrach und seine Frau ist dann mindestens 6 Wochen erstmal weg gewesen, hat ihn hier in Berlin alleine gelassen und er beschwert sich vehement bei einer gemeinsamen Freundin. Er schreibt, mein gnädiges Fräulein, wenn diese Zeilen bei Ihnen eintreffen, wird die Handschrift Ihnen wie fremd erscheinen. So lange ist es her, dass ich nichts habe von mir hören lassen. Ob meine Frau aufmerksamer gewesen ist, weiß ich nicht, wenn ich es auch hoffe, da sie seit vollen 6 Wochen bei ihrer Freundin in Schlesien verweilt. Diese Reise war unerlässlich, um sie der tiefen Verstimmung zu entreißen, die sich ihrer infolge meiner eingereichten Entlassung bemächtigt hatte. Ist sie auch jetzt noch keineswegs anderer Meinung, so sieht sie doch das Geschehen etwas ruhiger, etwas billigdenkender an. Ob es vorhalten wird, muss abgewartet werden. Es ist ganz und gar eine Geldfrage. Hab ich das Glück, eine mir passende Redaktion zu finden, stürmen mir die Buchhändler das Haus, um nach Erscheinen meines ersten Romans sich eines zweiten à tout prix zu versichern. So wird alles gut gehen. Kommen umgekehrt Angst und Sorge, fällt der Roman ins Wasser, so gehe ich von der Sorge ganz abgesehen einer streit- und kämpferischen Zukunft entgegen. Meine Frau, die große Meriten hat und in vielen Stücken vorzüglich zu mir passt, hat nicht die Gabe des stillen Tragens, des Trostes, der Hoffnung. In dem Moment, wo ich ertrinken nach Hilfe schreie und wo ein freundlich ausgestreckter Finger mich über Wasser halten würde, hat sie eine Neigung, ihre Hand nicht rettend unterzuschieben, sondern sie wie einen Stein auf meine Schulter zu legen. Bescheiden in ihren Ansprüchen ist sie in ruhigen Tagen eine angenehme, geist- und verständnisvolle Gefährtin. Aber ebenso wenig, wie sie die Stürme in der Luft ertragen kann, ebenso wenig erträgt sie die Stürme des Lebens. Sie wäre eine vorzügliche Predigers- oder Beamtenfrau in einer gut und sicher dotierten Stelle geworden. Auf eine Schriftstellerexistenz, die, wie ich einräume, sich immer am Abgrund hinbewegt, ist sie nicht eingerichtet. In alter Verehrung, ihr dankbarer, ergebenster. Ja, den Namen des Schriftstellers sollen Sie heute erraten. Und natürlich auch der Ort, an dem wir hier stehen. Und über diesen Schriftsteller, den ich gerade vorgestellt habe, und über alle anderen Schriftsteller, die auch hier in Berlin leben, erfahren Sie mehr bei unseren Literaturtouren.